Lächeln, habe ich gesagt, Thomas. Die 125er Tageszulassungsaktion, das sind B196er Roller. Was direkt auffällt, Thomas Reiter, grüß dich, Thomas Reiter. Ja, hallo. Ja, und Thomas Altmaier, hallo, Thomas. Die hat große Räder. Die hat große Räder, ja. Das ist ja krass. Wie viel Zoll haben die Räder? Lass uns mal kurz gucken, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wir haben hier ein großes Vorderrad und zwar mit 16 Zoll. 16 Zoll. Und hinten haben wir ein 14 Zoll. 14 Zoll, das heißt, vorne hast du die Spurstabilität dann. Ja, genau, da ist es ja. Früher hatten die Roller ja sehr kleine Räder und dadurch waren die so ein bisschen kippelig zu fahren. Und durch die großen Räder hast du eine Fahrstabilität. Also ich habe ja vorher eine PCX gefahren, habe es nicht so gemerkt, muss ich sagen. Die ist schon sehr wendig, aber das macht allein, ich sag mal, von der für Physik macht das Sinn. Wenn du jetzt zum Beispiel Bodenwellen oder sowas hast, dann ist natürlich das Rad ein bisschen flacher. Das ist schon von der Fahrstabilität eine andere Nummer, oder? Große Räder ist das A und O. Ich meine, deswegen haben die Motorräder ja auch große Räder. Und wenn da mal Unebenheiten sind oder sonstiges auf der Fahrbahn, dann kommst du hiermit wirklich super, super drüber. Ja, Honda, der Rolls-Royce unter den Rollern, so kann man es ja fast sagen. Viele würden sich ja gerne eine Honda kaufen. Sie konnten es aber nicht in den letzten Jahren, weil die schwer lieferbar waren. Die waren handverlesen, auch die Händlerkollegen bei dir. Du bist jetzt großer Honda-Händler, auch du hast keine bekommen. Nee, letztes Jahr war ein schwieriges Jahr. Die letzten zwei Jahre, kann man sagen, war die Verfügbarkeit sehr schlecht. Durch die Containergeschichte in China, wo der Hafen in Shanghai dicht war, haben wir sehr wenig Ware bekommen. Da waren die wirklich handverlesen. Wir waren schon mehr oder weniger zu Saisonbeginn ausverkauft. Jetzt ist wieder der Hafen offen und die Ware kommt jetzt und dementsprechend sind wir auch gut bestückt und haben dadurch auch die Aktion im und momentan mit unseren Tageszulassungen, die wir jetzt hier gezielt anbieten. So, da ist jetzt ein kleines Kennzeichen drauf, ein 125er Kennzeichen. Kriege ich aber auch mit großem Kennzeichen, wenn ich das will. Spielt keine Rolle, dann gibt es ein größeres. Aber das ist ein günstiger Roller. Zeig mir den Preis bitte. Wo liegen wir denn jetzt? Regulär hat der Kost 3.220 und jetzt als Tageszulassung 2.870. 2.870? Ja, und das ist ein Fahrzeug mit 0 Kilometer. 0 Kilometer. Also ich meine 11,4 PS, das heißt, der geht. Was wiegt denn der? Der hat 118 Kilo voll getankt. Voll, 118 Kilo? Ja. Wie die PCX, plus minus. Ja, das müsste rumliegen. Von der Farben, das ist jetzt matt Techno-Silber, also matt Silber. Kriegst du auch noch in normalem Schwarz, Poseidon Black und Candy Noble Red. Das ist dann so ein rotmetalliges. Da dann. Okay, Start-Stopp hat er auch? Der hat auch eine Start-Stopp. Start-Stopp. Also das ist hier dieses ESP Plus Enhanced Smart Power. Das ist der Stator. Ist das. Das ist ja Generator, also sprich Lichtmaschine und Starter in einem. Und Anlasser in einem praktisch. Und das Ganze mit ABS natürlich ist, glaube ich, Pflicht, nein, wenn sie zwei Sitzplätze hat. Stimmt das? Nein, das ist ein Fahrzeug ohne ABS. Okay. Da gibt es eine Besonderheit, deswegen verfügt das Fahrzeug über ein Kombibremssystem. Wie funktioniert das mit der Kombibremse? Und zwar, wenn du die Hinterradbremse betätigst, hast du hier vorne, vielleicht mal von vorne hier filmen, genau auf der Seite. Ach so, ein Bremsverteiler. Genau. Wenn du hinten bremst, tust du hier vorne mit einem Kolben mitbremsen. Das erkennt man hier an den beiden Anschlüssen am Bremssattel. Okay, das heißt, du bremst immer mit beiden Rädern? Wenn du die Hinterradbremse betätigst, ja. Okay, verstehe. In der Praxis ist das ABS, ich habe sie noch nie in den Regelbereich reingefahren, muss ich sagen. Ich bin eher so ein Fahrer, der natürlich schön fährt. Ihr habt auch Fahrzeuge mit ABS. Was sagen denn die Kunden, ABS, nicht ABS? Jetzt mal Hand aufs Herz. Ja, ich meine, es geht immer weiter. ABS ist fast schon Standard, aber bei dem Preis jetzt von unter 3.000 Euro hat es jetzt das Kombibremssystem drin. Okay, das kenne ich, aber in der Praxis ist das in Ordnung. Die bremst ganz hervorragend. Ja, klar. Ich meine, der hat eine Scheibenbremse vorne, hinten eine Trommelbremse. Das funktioniert, das ist bewährte Technik. Full-LED? Full-LED haben wir hier drin. Und ist der Motor auch von Honda? Das ist ein Honda-Motor mit 11,4 PS, 125 Kubik. Man können sie immer gerade laufen lassen. Mach mal. Das ist übrigens eine Besonderheit, die springen immer an. Die springen immer an, ja. Und ist halt eben hier vom Preis-Leistungs-Verhältnis her absolut unschlagbar. Kein Gewicht, leicht, handlich, sparsam. Hat ja auch ein Helmfach. Hat sie auch. Zeig mal. Hat auch einen Smart-Key-Schlüssel, ich glaube, das haben wir mit erwähnt. Hat die auch? Hat die auch drin, ja. Okay, das heißt, du brauchst einfach nur eine Tasche haben, hast hier ein Bedienteil für die Zündung zu aktivieren. Das kenne ich von der PCX, ja genau. Das ist bei fast allen Honda-Roller gleich. Mach mal auf, das heißt, die hat nur einen Seat-Knopf, genau, dann ist nämlich hier, das Betanken ist hier. Tausche Tank, Tasche hier, zack, saubere Sache. Sehr guter Verbrauch von knapp 2 Liter. Ja.
Sehr gut. Also hier ist es einfach. Ja, das Ganze kriege ich in Siersburg und in Saarbrücken. Bitte noch einmal deinen Namen. Ich bin der Thomas Altmaier. In Rehlingen-Siersburg finden wir mich. Und in Saarbrücken der Ernst Persch. Das ist dann die Kurt-Schumacher-Straße 23. Ja, bitte noch einmal reinhalten. Die Mot 125 für 2870 mit 0 Kilometern als Tageszulassung. Tschüss. Ciao.